Manchmal sehe ich mir die Gesichter meiner Kinder an, wenn sie schlafen. Ihre Gesichter sind mir dann ganz fremd. Kaum zu erkennen. Ganz rosig und rund und dennoch ist sehr viel Grausames in diesen Gesichtern, wenn sie schlafen. Manchmal scheint es mir, als ob das schon die Grausamkeit ihrer Zeit ist, der Zukunft, die im Schlaf über die Kinder kommt.